Tag zusammen! Hallo ihr Lieben, wir sind's schon wieder, Maja und Lisa von der Gemüsekombüse. Und heute machen wir etwas super Leckeres mit euch. Und es ist nicht nur super lecker, sondern auch total einfach zu machen und außerdem ist es auch gesund. Oui! Und zwar machen wir Smashed Potatoes. Das sind Kartoffeln, gekochte Kartoffeln, die man zerdrückt und dann in den Ofen schiebt. Seid gespannt! Viel Spaß! Viel Spaß dabei! Für unsere Smashed Potatoes benötigen wir natürlich Kartoffeln. Je nachdem, wie groß euer Hunger ist, fällt auch die Kartoffelanzahl aus. Zudem benötigen wir Knoblauch und Rosmarin, um unsere Kartoffeln damit zu würzen. Und zu guter Letzt brauchen wir natürlich Öl. Dafür benutzen wir kaltgepresstes Olivenöl, was wir über die Kartoffeln träufeln können. Da wir unsere Kartoffeln natürlich mit einem leckeren Dip essen möchten, zeigen wir euch auch, was wir dafür benötigen. Wir machen einen veganen Dip und deswegen brauchen wir zuallererst Haferjoghurt und zum Würzen natürlich wieder Knoblauch und natürlich auch Salz. Und Kräuter. Welche Kräuter ihr dafür benutzt, das könnt ihr je nach Belieben aussuchen. Wir benutzen heute italienische Kräuter. Und zu guter Letzt benutzen wir noch Gurkenwasser von eingelegten Gurken, weil das dem Ganzen noch eine gewisse Säure und Süße verleiht. Und außerdem handeln wir dadurch nachhaltig, weil wir dem Gurkenwasser einen zweiten Zweck geben und dieses nicht wegschütten. Wir fangen an, indem wir die Kartoffeln kochen. Hierfür legen wir die Kartoffeln in einen Kochtopf mit kaltem Wasser. Dann macht ihr den Herd an. Sobald die Kartoffeln anfangen zu kochen, lasst ihr sie ca. für 20 Minuten auf dem Herd köcheln. Am besten bedeckt ihr die Kartoffeln nicht komplett mit Wasser, denn so bleiben mehr Nährstoffe in den Kartoffeln erhalten. Macht das doch mit euren Eltern, damit ihr euch nicht durch das kochende Wasser verletzt. So, und jetzt machen wir weiter mit Knoblauchschnippeln. Und zwar brauchen wir einmal Knoblauch für unsere Kartoffeln und dann auch noch für unseren Dip. Und wir beginnen jetzt zuallererst mit 2 Zehen Knoblauch für unsere Smashed Potatoes. Und wir machen weiter mit 1 Zehe Knoblauch für unseren Dip. So, zuallererst tun wir unseren veganen Haferjoghurt in eine kleine Schüssel. Dann geben wir 2 Esslöffel von unserem Gurkenwasser dazu. Dann kommt unser Knoblauch dazu. Den haben wir sehr klein gehackt. Ihr könnt es alternativ auch mit einer Knoblauchpresse machen. Dann kommen die italienischen Kräuter und das Salz hinzu. Und anschließend wird alles gut verrührt. Und schon ist unser Dip fertig. Wenn eure Kartoffeln fertig gekocht sind, könnt ihr sie auf ein Backblech legen. Am besten packt ihr ein Backpapier darunter und dann könnt ihr sie zerstampfen.
Anschließend könnt ihr dann den Knoblauch und den Rosmarin über die Kartoffeln verteilen, diese noch ein bisschen salzen und am Ende noch das Olivenöl über die Kartoffeln geben. Und jetzt kommen die Kartoffeln für 40 Minuten in den vorgeheizten Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze. Nach 20 Minuten müsst ihr sie einmal kurz wenden. Und so sehen unsere Smashed Potatoes fertig aus. So, da sind wir auch schon leider wieder am Ende von unserem Video. Ja, und wie ihr gesehen habt, sind die Smashed Potatoes super einfach zu machen und zudem extrem lecker. Ja, wir hoffen, ihr habt zu Hause viel Spaß beim Nachmachen. Ich hatte es hier auf jeden Fall, beim Kartoffelzerdrücken. Ja, Maya konnte so ein bisschen ihre Aggression rauslassen. Ja, habt viel Spaß beim Nachmachen. Wir würden uns darüber freuen, wenn ihr euch meldet im Nachhinein und uns erzählt, wie es so war, ob ihr Spaß dabei hattet, ob das gut geklappt hat, ob es lecker war. Ja, und ansonsten bleibt gesund. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüssi.